Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Und ja, es sieht alles ganz anders aus als bisher. Was ist hier denn passiert? Es gab ein neues Update und das letzte Mal, als ich gespielt habe, war auch mit euch live zusammen. Und dieses Mal, ja, auch dann direkt schon wieder live mit euch zusammen. Das heißt, nebenbei ist das ein Livestream. Nicht wundern, wenn wir ab und an mal ein bisschen auf Chatfragen eingehen. Und umgekehrt nicht wundern, wenn ich zwischendurch mal einen Folgencut machen muss. Ja, ich bin ganz außer Atem. Ich muss mich ein bisschen beeilen, hier alles hinzukriegen. Schaut mal, wie das aussieht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall gibt es jetzt... Oh, guck mal, alles wieder auf Englisch. Das machen wir gleich mal als erstes. Versuchen wir mal wieder Deutsch einzustellen. Ich habe schon gehört, dass das irgendwie nicht funktionieren soll. Hier Deutsch. Mhm, haben wir. Ah, das ist also dieses andere Deutsch, von dem alle sprechen. Zappadong ist da, hey, und Horst ist auch am Start. Moin, moin, schön, dass ihr da seid. Ja, wir müssen also wieder Englisch sprechen. Das ist natürlich belastend, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Wahrscheinlich sind die noch nicht so weit. Continue oder New Game? Nee, Continue. Oh, geil, das heißt, wir können auch einfach mal wieder ein neues Spiel starten und einfach mal drauf los existieren, ohne dass wir Angst haben müssen, den alten Spielstand zu überschreiben. Aber keine Angst, ich habe natürlich auch eine Save-Datei angelegt. Ach, guck mal, es hat alles geklappt. Wir sind noch auf unserer Insel. Ach, ist das schön. Was ist neu? Ja, wie gesagt, die Speicherstände sind neu. Man hat jetzt neue Möglichkeiten. Und ja, wie ich sehe, was nicht neu ist, ist das Flimmern. Ne? Das ist noch da. Das ist ein bisschen blöd. Aber ansonsten, ja, was haben sie noch neu gemacht? Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so tief reingeschaut. Ein paar Sachen aus der experimentellen Version wurden übernommen jetzt hier. Ja, 1080p, 60 Frames, ist doch wunderbar. Ja, in der letzten Folge, was haben wir gemacht? Wir sind hier angekommen, nachdem wir endlos auf der Karte hin und her geschippert sind mit unserer guten Annie. Und ich habe natürlich auch die Karte nicht aufgemacht. Egal, wir werden jetzt ja eh nicht weit schippern. Das haben wir ja Folge für Folge lang genug gemacht. Und offscreen habe ich dann noch ein bisschen... mit dem letzten harten Kern, der hier war. Oh, es flimmert ganz schön, oder? Sieht man das auf der Aufnahme auch so doll? Ich hoffe mal, dass ein Multiplayer kommt. Das hoffe ich auch. Es gibt ja schon einen. Das ist allerdings so eine Split-Screen-Variante. Und das ist, ja, das ist sowas von 2000. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wer möchte gerne noch Split-Screen spielen? So, ja, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht noch mal kurz in den Optionen eingestellt kriegen. Das ist bei jedem Update, ist es wieder neu schäbig mit der Grafik. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht sollten wir die Schatten ein bisschen runterstellen. Vielleicht auf High, mal gucken. Ne, ist genauso schlimm, ne? Kennt da jemand einen Trick von euch, zufälligerweise? Oder kann man da einfach gar nichts dran ändern? Was ist denn, wenn wir so auf Low machen? Das flackert trotzdem, ne? Komisch, komisch, komisch. Ich meine, im Zweifel, da gewöhnt man sich dran, aber es ist halt echt schade, weil... Ja, warum ist das so, ne? Naja, gut. Ja, wie sieht's überhaupt aus hier? Ich weiß gar nicht. Ach, wir haben Hunger und Durst. Ja, das ist ja nichts Neues, das kennt man ja schon. Würde ich sagen, beheben wir das auch zu Beginn gleich einmal. Ich weiß nicht, wie gut wir das Ganze hier hinterlassen haben, doch... Ein bisschen Vorbereitung ist da. Das sieht doch ganz gut aus. Hier nochmal ein. Und dann brauchen wir was zu futtern. Wir haben hier noch zwei Tauben. Wenn ich Tauben sage, meine ich natürlich Möwen. Wir haben schon rausgefunden, dass die Fallen jetzt nicht mehr funktionieren, weil hier schon alles weggefischt wurde. Also es gibt keine mehr. Da hinten fliegen noch ein paar, aber die haben irgendwie ihre festen Routen hier in dem Spiel. Und leider führt die nicht direkt bei uns vorbei. Was ist hier in unserer Fischfalle drin? Einer. Ist halt auch nicht so effizient, ne? In der Zeit hätten wir sie auch einfach so hier uns wegangeln können. Aber was willst du machen? Auf dem Räucherofen? Ach, da haben wir sogar noch was. Das ist ja schön. Pass auf, dann können wir das direkt erstmal nehmen. Schmeißen das vielleicht da mal hin. So, das Fleisch können wir snacken. Dann haben wir schon mal ein bisschen was. Horst fragt, machst du auch bald mal ein Minecraft-Projekt? Ich habe ein Minecraft-Projekt, so richtig kann man das vielleicht nicht nennen. Ich habe mal eine spezielle Karte angezockt, OneBlock. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da gab es so 4, 5 Folgen. Richtig, Minecraft habe ich noch nicht gemacht. Dafür läuft einfach zu viel gerade. Und ich habe jetzt natürlich auch noch Cyberpunk angefangen nebenbei. Das heißt, es wird auch nicht weniger mit den Projekten. Aber grundsätzlich hätte ich da schon richtig Bock drauf auf Minecraft. Also bestimmt, aber ich habe es jetzt aktuell noch nicht in näherer Planung, muss ich ganz ehrlich sagen.
muss erstmal hier vielleicht ein Spiel abschließen, zum Beispiel Stranded Deep. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, im Livestream geht die Zeit sehr, sehr schnell vorbei. Sehr, sehr schnell rum. Ich hoffe für euch auch. Ich hoffe, es zieht sich nicht so. Das wäre natürlich doof. Oh, 19% Durabilität haben wir nur noch. Willst du mal Grounded spielen? Grounded habe ich mir geholt. Aber noch nicht gespielt. Ich fand es am Anfang noch ein bisschen, ja, nicht buggy, aber es war noch ein bisschen einfach, sagen wir mal, ne? Ist da ein bisschen was passiert in letzter Zeit? Sind die Entwickler da fleißig am Upgraden und Updaten und was weiß ich was? Aber eigentlich ist das cool. Sag mal, ist hier jemand dabei, der letztes Mal schon beim Stream vorbei geschaut hat? Der oder die mir sagen könnte, ob das Flimmern jetzt hier nur bei mir so schlimm ist oder bei euch auch? Jetzt geht's. Das ist, glaube ich, auch tageszeitabhängig. Ah, dass die das nicht hinkriegen bei Stranded Deep. Mal diese Grafikbugs zu beheben. Das ist echt schade, weil wenn das nicht so zittern würde, wäre es echt schon ziemlich schön. Mehr bräuchte ich gar nicht. Dennis ist auch am Start. Moin, schön, dass du hier bist. Willkommen im Stream. Spielst du auch Among Us? Ja, nein, bisher noch nicht. Aber ich will es immer spielen. Ich will es immer spielen und habe es aber noch nicht getan. Soll aber auch noch kommen. Weil ich glaube, das ist cool. Ich liebe ja Werwolf. Kennt ihr Werwolf, das Spiel? Also es ist jetzt kein Computerspiel, sondern es ist ein Offline-Spiel. Ein Kartenspiel. Naja, Kartenspiel? Ja doch, es gibt Karten, aber es ist kein klassisches Kartenspiel. Auf jeden Fall ist es im Prinzip die Offline-Variante von Among Us. Soweit ich weiß, ja, es kommt regelmäßig neuer Inhalt. Okay, alles klar. Das war wahrscheinlich auf Grounded bezogen. Hab mir das Game für die PS4 geholt. Die Steuerung, sagen wir mal, man merkt, dass es für PC gemacht wurde, meintest du wahrscheinlich. Du redest auch von Grounded oder hier? Von Stranded Deep. Weil Stranded Deep wurde ja für PC gemacht. Stranded Deep, die PlayStation-Version ist, oder generell die Konsolen-Version, ist noch sehr, sehr stark ausbaufähig. Ich habe sie ja auch, aber ich spiele es gar nicht mehr, weil, ah nee, da hatte ich dann auch häufiger so einen Bug, dass es die ganze Zeit so gezittert hat, wenn ich gelaufen bin. Und es ist mir richtig schlecht geworden beim Spielen. Da habe ich gedacht, nee, jetzt ist aber der Punkt erreicht, wo ich sagen muss, halt, hier bleibt alles so, wie es ist. Und nicht. Bleibt alles am PC. Und ja, es sind Juckers im Haus. So, machen wir hier kurz an das Feuer, dass wir hier nebenbei... Das ist natürlich auch die Gefahr hier beim Quatschen, ne? Dass man nebenbei nicht weitermacht. Ja, ich kenne Werwolf. Was für ein Zufall. Schau gerade deine Playlist zu Stranded Deep und sehe dann, dass du live bist. Da schaue ich doch mal rein, dachte ich mir. Ja, moin, Undream. Cool, dass du da bist. Wie weit bist du denn in der Playlist? Dann spoilern wir dich hier natürlich gerade ein bisschen, ne? Oh, wir müssen auch ernten hier. Und gießen. Ach, alles müssen wir machen. Wie weit bist du denn? Es sind ja dann doch schon erschreckend viele Folgen geworden, ne? Hallo, einmal weitergehen bitte. Guck mal, eine Frucht. Können wir uns mal hier für einen Vitamin-C-Haushalt mal reinpfeifen? Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und eine neue Pipi. Haben wir hier eigentlich? Jo, dann wird das jetzt hier unsere neue Pipi-Ecke. Da pullern wir da mal hin. So, PC von dem Game hier. Ule ist auch am Start. Moin, schön, dass du da bist. Mal auf Twitch, mal hier, ne? Man weiß es auch nicht. Man weiß es auch nicht. Am besten, man guckt immer beide gleichzeitig. Ja, wir machen weiter, weil der letzte Livestream war echt geil hier, muss ich mal sagen. Was machst du heute in diesem Stream? Ja, ich würde sagen, heute werden wir auf jeden Fall, wir sind ja quasi gerade erst angekommen, wir werden heute hier ein bisschen rumlaufen und dann gibt es ein paar Sachen, die wir noch machen müssen. Nämlich, wir müssen, na, hier so viel bauen eigentlich ja nicht, aber wir müssen auf jeden Fall... hier unseren Kartoffelschnaps-Hersteller hier wieder auffüllen. Wie viel haben wir drin? Dreiviertel voll. Fast. Ja, also wir brauchen neue Kartoffeln, die müssen wir anpflanzen. Und ich würde einfach mal sagen, wir fahren mal zu den unmittelbaren Nachbarinseln und looten mal ein bisschen Holz. Weil das brauchen wir eh, wenn wir zu unserer Hauptinsel zurückfahren. Weil das hier, für alle, die vielleicht neu dabei sind, ist nicht unsere Hauptinsel. Das ist die, auf der wir mal angefangen haben. Und auf unserer Hauptinsel steht auch unser Helikopter. Und um den auch weiter fleißig befliegen zu können. Oh, guck mal, ich habe Mist erzählt. Es ist doch wieder eine Taube gekommen. Kommt ein Täublein geflogen. Setzt sich auf diesen Ast. Kommt die Schlinge geschlingelt. Und das Täublein ist Matsch. Ja, lassen wir das. Besser. Außerdem ist es auch kein Täublein.
Izzy Dizzy ist auch am Start. Moin, bin noch am Anfang, Folge 12 der zweiten Staffel, beziehungsweise von deinem zweiten Versuch. Ja, dann hast du auf jeden Fall noch ein bisschen was vor dir. Ja, ach, ich glaube, da passieren so viele Sachen. Kleiner Spoiler, ist nicht so schlimm. Aber cool, dass du auf jeden Fall noch am Start bist. Kannst mal Star Wars spielen? Brawl Stars? Das kenne ich gar nicht. Spoiler ist nicht so schlimm. Deine letzten Folgen habe ich zuerst gesehen. Dadurch kam ich dann auf deine Playlist. Ach, okay. Es ist ja auch eigentlich ein super Spiel. Warte mal, ich muss mal meinen Stuhl umrücken. Ist ja auch eigentlich ein super Spiel, um das so nebenbei zu gucken. Ne? Das eignet sich hervorragend. Um nebenbei noch für die Schule, Uni oder sonst was zu machen. Ne? Nur weil jetzt hier Weihnachten war, heißt das nicht, dass man jetzt hier so faul rumoxidieren kann und gar nichts mehr macht. So wie ich. Ich hätte nämlich auch eigentlich gut lernen können heute. Habe ich aber auch nicht gemacht. Wir müssen mal ganz kurz einen Check machen hier von unserem Boot. Was wir jetzt hier haben. Weil bevor wir jetzt mit dem vollen Boot natürlich rüberfahren auf die Nachbarinsel. Wir sind schon relativ voll, ne? Ah, diese ganzen Palmwedels. Die können wir hier eigentlich auch abladen. Die braucht doch keine Sau. Ein bisschen Platz haben wir. Oh, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, dass wir hinten noch so ein Anhängsel haben. Und was auch neu ist, wir haben zwei Segel. Ein Vorwärts- und ein Rückwärtssegel. Ne? Das war auch nicht immer so, muss man sagen. Ja. Bin ein Fan von dem Spiel, was du vorgeschlagen hast. Ich kann es mir gern mal angucken. Worum geht's da? Was macht man da? Oder nebenbei zu arbeiten. Was arbeitest du denn? Oh, musst du arbeiten? Kein Urlaub jetzt? Schade, aber hoffentlich über die Feiertage Urlaub gehabt, oder? Wo ist denn unser Bett? Ach, ich bin doch überhaupt nicht mehr im Game hier. Wo ist denn überhaupt unsere Lampe? Hier ist ein Benzinkanister. Ja, und wo ist unser Bett? Scheint hier noch auf dem Floß. Haben wir hier noch gar nicht geschlafen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir müssen doch gespeichert haben hier. Haben wir es im Inventar? Nee. Hier war das immer, ne? Es ist doch für mich jetzt auch 2 Monate her, muss man dazu auch mal sagen, ne? Aber ich kann mich irgendwie jetzt... Also ich fände es sehr komisch, wenn das hier auf dem Floß wäre, das Bett. Weil ich meine, wir haben doch geschlafen. Na, wir gucken nochmal schnell. Die Notfallkiste. Nee, hier war das nicht. Niemals. Aber wie es dann immer so ist, ist es dann doch in der Kiste, wo man dachte, es ist niemals dort. Aber es ist wirklich niemals dort. Nee. Hm. Hinten ist es nicht. Das glaube ich nicht. Noch kein richtiges Floß gebaut? Wer, wir? Doch, guck mal hier. Guck mal das Floß an. Es fehlt noch ein Motor, ne? Es ist auch ziemlich groß. Das ist unser Transportschiff, unser Flaggschiff. Wir brauchen noch ein kleines Speedboot. Ja. Man muss andere besiegen und Brawler freischalten. Okay. Ja, ich schau mir das mal an. Klingt interessant. Aber ich würde jetzt auch gerne mal wissen, was ich auch sehr interessant fände, wo unser Bett ist. Wo haben wir denn geschlafen? Jetzt mal ohne Spaß. Es muss doch hier irgendwo sein. Da! Ach, guck mal, wir haben uns hier am Ofen haben wir es uns bequem gemacht, ne? Hier haben wir es uns an unserem Kachelofen haben wir es uns bequem gemacht. Dann schlafen wir doch erstmal. Kann ich mal kurz lesen? Nee, kein Urlaub zwischen den Feiertagen. Sitze den ganzen Tag am Computer. Da kann man nebenbei auch mal schauen. Zumindest alle Kollegen, wenn alle Kollegen im Urlaub sind. Yo, würde ich auch sagen. Da kann man auch mal nebenbei ein bisschen Stranded Deep gucken. Finde ich super. Alter, das ist doch mal ein Boot. Ja, finde ich auch. Ne? Guck, das ist größer als die ganzen Fracks, die hier rumliegen. Das ist auch was ich noch nicht rausgefunden habe. Es gibt ja dieses große Schiffwrack. Und ich glaube, es ist gar nicht mal einfach nur ein Schiff. Es ist, glaube ich, ein Flugzeugträger. Und der Flugzeugträger beinhaltet irgendwie dann Teile, die man fürs alternative Spielende braucht. Ne? Haben wir auch noch nicht gemacht. Steht im Prinzip auch noch aus. Klar, es steht, die Bosskämpfe stehen auch noch aus. Ob wir das hier in dieser Folge schaffen, mal einen Bosskampf zu machen? Ich müsste mal auf die Karte gucken. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, die Karte habe ich gerade gar nicht aufgeschlagen. Und ich glaube, die Bosse sind ziemlich weit von dieser Insel entfernt. Na, wir haben das auch alles auf Discord. Wir können bei Gelegenheit auf jeden Fall mal nachschauen. Ja, so viel geprappelt und noch nicht so viel gemacht. Wie sieht's denn aus? Womit fangen wir denn jetzt mal an? Womit fangen wir denn jetzt mal an? Ich würde sagen, wir laden jetzt erstmal den Kladderadatsch hier runter, den wir nicht brauchen.
Und dann fahren wir erstmal rum, weil wir werden hier erstmal ein bisschen Kartoffeln produzieren. Ja, das ist eine gute Idee. Wir produzieren hier Sprit. Wenn wir genug haben, können wir dann mit einem abdüsen und in der Zwischenzeit looten wir ein bisschen Holz. Ich meine, unsere Nachbarinseln sind ja auch nicht mehr die alten, ne? Dann holen wir jetzt erstmal diesen ganzen Kram hier runter. Diese ganzen Palmen. Es gibt übrigens jetzt ein kleines Palmbild, ne? Früher war da immer ein Fragezeichen. Das haben sie auch geändert. Das finde ich ganz schön. Und was haben wir denn noch, was wir vielleicht hier lassen können? Die Hake, Fernrohr. Fernglas können wir vielleicht hier lassen, oder? Haben wir hier noch irgendwo Platz für ein Fernglas? Hier ist Platz für ein Fernglas, so. Dann können wir nochmal 4 Stück mitnehmen, dann müssen wir nicht so viel laufen. Und woran ich mich auch noch gewöhnen muss, und da könnt ihr mir mal helfen und mich mal dran erinnern, falls ich es mal wieder vergesse. Ja, die Schnelltasten. Hä? Wieso funktionieren die jetzt nicht mehr? Ach so, weil wir... Doch, auf der 1 haben wir das, dann sollten wir das mal auf die 2 packen. So. Schnelltaste 1 und 2. Ha! Dass wir das echt erst nach 105 Folgen für uns entdeckt haben, diesen Gürtel zu bauen. Unglaublich, unglaublich. Was machen wir jetzt? Wir legen das ab. Könnten wir eigentlich auch hier direkt beim Feuer machen, ne? Weil brauchen wir das zu bauen eigentlich für irgendwas? Für ein Shelter, glaube ich, ne? Wir gucken mal nach. Wir gucken mal nach. Wir haben hier für das Shelter, da brauchen wir 4 Stück. Ansonsten brauchen wir die nie. Für Waterstill, also diese Wasserdistille. Und ansonsten braucht man das nicht. Auch hier für diese ganzen Sachen. Nee, hier nicht für Buildings. A Building. Selbst für die hier nicht. Selbst für diese Wände, wo die im Prinzip offensichtlich drin sind, braucht man es nicht. Das heißt, man kann es einfach jetzt hier mal erwirtschaften oder wie auch immer. Schmeißt es hier einfach mal hin und gleich explodiert wahrscheinlich die Insel. Wir hier alles aufeinander schmeißen. Aber kannst du nichts ändern. Das ist mal richtiger Dschungel hier. Diesen Fehler hatten wir noch nie. Auf der PlayStation gibt es den ja, dass so alles immer so durch die Luft fliegt und so weiter und so fort, ne? Ich bin bei deiner Folge 43 und sieh da, du bist live. Hätte ich nicht gedacht, dass du das Spiel immer noch spielst. Freut mich aber natürlich. Ja, mich freut es, dass du ja immer noch schaust und immer noch auch jetzt hier mal vorbeiguckst. Doch klar, ist Stranded Deep. Ich habe auch gedacht, ganz ehrlich, 40 Folgen vielleicht, 50 Folgen, war mein allererstes Projekt. Damit habe ich ja angefangen, überhaupt Let's Play-Videos zu machen. Oh, Hunting Level. Ha! Welche Stufe? 4. Oh, guck mal, wir müssen nur noch ein bisschen kochen lernen und ein bisschen jagen. Und dann haben wir die maximalen Skills. Guck mal, ist ein bisschen besser geworden, das Flackern. Oder ich bilde es mir einfach nur ein, weil ich mich dran gewöhnt habe. Schön, dass diese Fallen wieder funktionieren. Kannst du mich mal bitte grüßen? Horst Baumborke, gerne. Liebe Grüße gehen raus an dich. Das Ding legen wir hier nochmal ab. Wir brauchen auch dringend eine neue Axt, ne? Wir brauchen eine neue Axt. Hab gestern das Paradies verlassen und hab das Flugzeug gestartet. Au, schön, schön. Hast du das Standardende gemacht oder das neue alternative Ende? Bitte nicht spoilern, wir kennen es noch nicht, aber ich weiß, dass es diese beiden gibt. Und der Checker fragt, wie bekommt man die Schnelltasten belegt? Guck mal hier, du hast hier einen Gürtel und den kannst du bauen. Toolbelt oder halt Gürtel auf Deutsch. Da gibt es halt verschiedene Stufen und umso höher die Stufe, desto mehr Schnelltasten hast du. Und dann siehst du hier unten jetzt, siehst du da unten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich wähle jetzt zum Beispiel die Hake so aus, indem ich einfach nur drauf gehe und dann die Zahl, wo ich es hinspeichern möchte. Ich kann mich irgendwie gerade nicht besser ausdrücken. Halte ich jetzt gedrückt und zack, ich habe ihn auf der 3. Und jetzt kann ich mit 1, 2 oder 3 einfach hin und her switchen. Ne? Weißt du Bescheid. Haben wir noch eine Axt hier? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich ohne Axt... Oh, wir müssen auch hier wieder nachfüllen. Das können wir ja gleich machen mit dem Kram hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so sinnvoll ist, das mit dem Messer zu machen, weil das geht doch kaputt. Das geht doch kaputt. Ja, es ist schon kaputt. Gut, wir haben kein Messer mehr. Schön. Ich habe gerade bis Pens. Was hast du gerade? Du gehst gerade pennen? Wir fangen hier gerade an, da kann man doch nicht pennen gehen. Haben wir noch eine Axt? Was ist das Ende bei Stranded Deep? Du kannst entkommen am Ende. Du kannst ein Flugzeug bauen und entkommen. Es gibt Gerüchte, dass du mit dieser Flare Gun hier, können wir mal kurz machen, wenn ein Flugzeug kommt, manchmal sieht man ein Flugzeug am Himmel, was irgendwie von rechts nach links fliegt, dann kannst du es in den Himmel schießen, ungefähr so dann. Sie haben die Explosionsanimation, das Geräusch hinzugefügt, ne? Ja, cool. Dass es auch explodiert, finde ich toll.
Klar, tagsüber würde man das jetzt besser sehen. Man sieht hier ein bisschen diesen Rotschimmer, ne? Nachts leuchtet alles rot. Und auch ein paar Minuten wohl. Und, ja, du hast dann wohl die Möglichkeit, quasi so zu entkommen, wenn ein tieffliegendes Flugzeug vorbeifliegt, kannst du das so auf dich aufmerksam machen. Aber das halte ich für ein Gerücht. Das habe ich noch nie geschafft, gesehen bei irgendwem, dass es klappt. Ansonsten kannst du die Endbosse machen, diese Bossfights, wofür wir uns auch hier diese Sperrgun gemacht haben. Na, wir haben keine Axt mehr, wir müssen eine Axt bauen. Was brauchen wir denn für eine Axt? Oder alternatives Ende, es gibt so einen super großen, fetten Flugzeugträger und dort gibt es dann wohl auch die Teile, die man braucht für das Flugzeug oder so. Und dann kannst du dir ein Flugzeug zusammenbauen, so ähnlich wie den Gyrocopter, das haben wir ja schon gemacht. Wie kann ich das nochmal pinnen mit rechts? Den Gyrocopter haben wir ja schon mal gebaut. Und ja. Akustisches Feedback, wenn etwas kaputt geht, wäre echt gut. Macht das Spiel kein Geräusch bei euch? Doch, ne? Wenn ich jetzt hier wo gegenhaue. Warte mal. Kann ich hier mal irgendwo gegenhauen? Was ist denn das? Was ist denn das? Developer-Konsole. Weg damit. Hallo? Stopp. Hallo? So. Ah! Gott. Ja, so. Heieiei. Wir brauchen ein Band. Haben wir ein Band? Hier haben wir ein Band. Ein Band und ein Holz. Ich nehme das mal mit. Das brauchen wir nämlich gleich auch für die Verbesserte. Das weiß ich schon. Ich passe ja manchmal auch ein bisschen auf. Meistens nicht. Dann müsst ihr das für mich machen. Aber manchmal dann doch. Holz. In welcher Kiste haben wir Holz? Hier. Aber wir brauchen ja dieses andere Holz. Ach, soll es jetzt daran echt scheitern, dass wir nicht so ein normales Holz haben? Da müssten wir jetzt für die Axt erstmal rüberfahren. Oh, belastend, Freunde, belastend. Wollen wir nicht erstmal ein Messer machen? Was brauchen wir für ein Messer? Auch ein Holz. Das ist natürlich jetzt wirklich ein bisschen blöd. Na komm, dann geht's halt nicht anders. Jetzt sieht man ja schon, dass es ein bisschen leuchtet hier, ne? Sieht man schon. Dann nehmen wir das hier nochmal mit. Hier, ich habe doch gerade noch zwei gesehen. Hier, eins, zwei. Und waren hier auch noch welche? Nee, das ist leer, das ist leer, das ist leer. Hier ist noch Holz und so ein Kram und hier waren Steine. Gut, dann können wir die Flare Gun noch zurücklegen. Immer wieder zurücklegen, ne? Was man nicht braucht, legt man wieder zurück. So. Haben uns das Mama und Papa beigebracht. Also wollen wir auch so verfahren hier. Unserer kleinen Paradiesinsel. Komm, geht zurück. Hattet ihr alle schöne Weihnachten? Als das Messer kaputt ging, konnte man nichts hören. Ja, das kann gut sein. Da hört man, glaube ich, auch wirklich nichts. Man sieht es dann. Oh, guck mal, hier ist wieder eine neue Frucht. Eine Kura. Lecker Kura. Wie viel bringt die? Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen trinken, ne? Gucken wir mal. Oh, alles Feuer. Oh, Kura ist gut. Kura. Eine Lehrerin hatte mal einen Hund. Die hieß Cora. Auch irgendwie ein außergewöhnlicher Name, ne? Ja, du hattest gute Tage, das freut mich sehr zu hören. Auch wenn es dieses Jahr ein bisschen anders wahrscheinlich war als die Jahre sonst. Aber solange man mit seinen Liebsten zusammenkommen kann, ein bisschen was futtern kann, das will man denn mehr. Wieso ist denn das eigentlich schon wieder aus hier? Weil wir so viel reden, so viel schnacken und nichts machen, ne? Ah, zumindest ist alles voll. Das ist doch schön. So, zack. So. Und dann würde ich sagen, fahren wir gleich mal zur Nachbarinsel und holen das Holz. Weil ansonsten kommen wir hier nicht voran und das bringt ja alles auch nichts. Können wir vielleicht auch noch ein bisschen jagen? Das ein oder andere Tier werden wir dort vielleicht finden. Das können wir ruhig mal nehmen. Das kann noch kochen. Ja, ist ein bisschen Verschwendung. Oder wir jagen noch mal kurz Fische vorher. Haben wir denn einen Fischspeer hier vorne? Ist natürlich bei Gewitter auch immer so eine Frage, ob das so gut ist. Ich glaube, hier war der... Da. So, dann gehen wir mal rein. Holen uns ein paar Fische. Machen den Räucherofen nochmal voll und dann düsen wir los. Warum haben wir denn... Wieso schleichen wir denn eigentlich gerade nur? Ich kann irgendwie gerade nicht mehr richtig laufen. Weiß ich auch nicht, woran das liegt. Hier ist ein Fisch. Halt! Ah, haben wir schon. Sehr gut. Einen. Oh, man sieht richtig viel hier, ne? Unter Wasser vielleicht ein bisschen mehr. Hallo. Einmal unter Wasser bitte. Aber kein Hai, ja? Ein Hai brauche ich jetzt nicht. Ah, hier unten ist schön ruhig.
Warte, hier war eine Krabbe oder was? Oh, man kann es nicht sehen. Wir müssen weiter raus, Freunde. Es hilft da alles nichts. Komm, hier ist ein Fisch. Zack. Hier ist ein Fisch. Zack. Cool, dass es auch unter Wasser blitzt. War ja auch eigentlich logisch. Den Nemo-Fisch können wir nicht nehmen. Der ist geschützt. Der hat immer Clip. Die anderen Fische hier kann man nehmen. Diskus, kein Problem. Sardine, sowieso kein Problem. Das haben die auch ein bisschen angenehmer gemacht. Das geht jetzt deutlich einfacher. Sehr ruhige Festtage, war aber auch nicht schlecht. Kein Stress bei den Essensvorbereitungen für die Gäste und so. Ja, ich glaube auch so. Manch einer wird auch sich gesagt haben, oh, gute Gründe dieses Jahr, um die Schwiegereltern mal nicht einzuladen, ne? Man sorgt sich ja stets um deren Gesundheit. Ah, wir haben ja kein Messer. Oh, die armen Fische. Tja, wir haben ja gar kein Messer. Das heißt, ohne Messer können wir die auch gar nicht filetieren. Filetieren. Hm, na dann. Bei Sturm rüber? Was sagt er? Nehmen wir aber das Bett mit, ne? Dass wir es speichern können. Das fände ich schon gar nicht mal so schlecht. Machen wir vielleicht auch mal. Save the game. Da geht er ins Meer. Das scheint mir etwas gewagt. Wir sind hier sehr, sehr geübte Gestrandete, sage ich mal. Wir sind geübt darin zu kentern. Das Gewitter hört gleich auf. Wo waren wir denn hin? Zu der da? Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, von welcher wir kamen. Eigentlich müssten wir jetzt auch... wir müssten eigentlich die Map wieder reaktivieren, ne? Das können wir gerne gleich mal machen. Dann sage ich jetzt erstmal an alle Zuschauer, die das im Nachhinein dann gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Hat mich gefreut. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Euer Bolle. Ciao, ciao.